Die Oper aller Opern hat der Dichter E.T.A. Hoffmann Mozarts Don Giovanni genannt. Seit seiner Uraufführung 1787 in Prag ist das Werk, das weltweit große Verehrung genießt, eine der ganz großen und bedeutenden Opern. Mozart hat mit seiner musikalischen Kreativität ein Meisterwerk geschaffen. Seinem kongenialen Librettisten Da Ponte ist es gelungen, die alte und bekannte Geschichte neu und lebendig zu erzählen. Charaktere mit individuellen Konturen bewegen sich auf der Bühne, mit einer staunenswerten Fülle von Emotionen. Komödienhafte Elemente sind ebenso präsent wie Abgründiges und Dämonisches. Wenn der Titelheld mit dem Tod konfrontiert wird, wächst das Geschehen zu tragischer Größe. Mit nur 8 Sängerinnen und Sängern plus Orchester, einer Bildgestalterin und einem Sprecher, nämlich mir, möchten wir Ihnen in unserer eigenen Version vor Augen und Ohren führen, was Musik und Theater vermögen. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Schön, dass Sie heute dabei sind. Thank you.
Thank you.
Cavallo folgt die berühmte Champagner-Arie, die allerdings vom berühmten Getränk nur das überschäumende Temperament hat. Eigentlich geht es um die Vorbereitung einer großen Party, in deren Verlauf Don Giovanni sein Eroberungsregister beträchtlich zu erweitern gedenkt. Eine seltsame Mischung aus Erotomanie und Thank you.
einer Zeitungskritik. Montags, den 29. wurde von der italienischen Operngesellschaft, die mit Sehnsucht erwartete Oper des Meisters Mozart, Don Giovanni oder das Steinerne Gastmahl gegeben. Kenner und Tonkünstler sagen, dass zu Prag ihresgleichen noch nicht aufgeführt wurde. Herr Mozart dirigierte selbst. Und als er ins Orchester trat, wurde ihm ein dreimaliger Jubel gegeben, welches auch bei seinem Austritte aus demselben geschah. Die Oper ist übrigens äußerst schwer zu exekuieren. Und jeder bewundert dem ungeachtet die gute Vorstellung derselben nach so kurzer Studienzeit. Alles, Theater und Orchester, bot seine Kräfte auf, Mozart zum Danke mit guter Exekuierung zu belohnen. Thank you.
Don Giovanni mit Morello auf den Kirchhof. Sie entdecken das noch frische Grab des Komtus. Völlig unbeeindruckt von der Inschrift auf dem Monument, den Frevler, der das Leben grausam raubte, erwartet hier die Strafe, zwingt Don Giovanni de Morello, das Standbild zum Nachtmahl einzuladen. Die Statue antwortet mit einem deutlich vernehmbaren Sie. Es kommt, wie es kommen muss. Die Statue hält Wort. Gerade noch hat sich der behaglich speisende Don Giovanni über Donna Elvira lustig gemacht, die vor himmlischer Gerechtigkeit warnt. Da pocht es auch schon an der Pforte. Der steinerne Gast tritt ein, verweigert irdische Speisen, spricht aber seine Gegeneinladung. Völlig unbeeindruckt von der gespenstischen Szenerie, schlägt Don Giovanni ein. Trotz der verzweifelten Versuche Leporellos, ihn davon abzuhalten. Auch in der eisigen Umklammerung durch den Komtur verweigert Don Giovanni
abstarrisch jegliche Reue. Erst als das Höllenfeuer aufflammt und die Furien ihn in die Tiefe ziehen, vergeht ihm endgültig der Spott. Bis zuletzt schleudert er dem Kontur in wildem Trotz sein noch entgegen. Dann wird er vom Erdboden verschlungen. Questo è fin di chi fa mal. Das ist das Ende dessen, der Böses tut. Wirklich?